Wunderschönen guten Tag hier aus Dutzing. Und wie angekündigt ist mein Gast heute Jürgens Liebe. Ich grüße Sie. Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. In Ihrem Büro. Sie arbeiten hier in diesem Ja, Raum? Das ist meine Werkstatt, wenn man so will. Hier schreibe ich Texte, Bücher. Hier empfange ich aber auch Menschen, die Trost suchen, die meinen Rat suchen oder Konferenzen oder sowas ähnliches. Wenigstens im kleinen Kreis. Dann gibt es auch einen größeren Konferenzraum. Aber das ist so, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich hatte meine Seniorinnen, mit denen habe ich mich getroffen, wir haben was gespielt, das ist eine Dekade her. Und die haben immer Fliege geguckt um 16 Uhr. Also das war schon fast... Kult. Ja, absolut. Und dann saß ich da und Sie können sich vorstellen, das war nicht direkt meine Sendung. Nee. Aber mich hat es fasziniert, was diese Damen an Ihnen gefunden haben. Und das Thema heute ist Faszination Esoterik. Und ich würde gerne aufbröseln, so die Unterschiede zwischen Spiritualität im konventionellen Sinne und jetzt das sich immer mehr verbreitende Maya-Kalender, Pendel, Tarot, ja. Gewirr. Ja, okay, so. Gucken wir. Probieren wir es mal. Es gab ja auch viele, die Sie kritisch gesehen haben. Gibt es immer noch, die sind noch nicht tot. Die leben noch. Wieso, womit kommen die nicht klar, Herr Flieger? Mit meiner Freiheit. Also ich bin kein Sektenbeauftragter, ich bin ein evangelischer Pfarrer, wie Sie wissen, und kein Sektenbeauftragter, der dauernd den Daumen nach unten haben muss, kaum dass irgendeiner mit einem Kopftuch durch die Gegend läuft oder sonst was macht, sondern ich mache es wie der heilige Paulus, ich prüfe alles und gucke alles und manches behalte ich sogar und mache es nach, während Sektenbeauftragte sagen, wir prüfen alles, alles ist scheiße, evangelische Kirche ist gut oder katholische Kirche ist gut. Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin frei zu gucken, wenn eine Inderin durchs Land zieht und umarmt Menschen und die Menschen weinen vor Bewegung, dass sie endlich mal in den Arm genommen worden sind, mitten in ihrem Erwachsenenleben, dann sage ich, ey, da habe ich was gesehen, das sollten wir auch probieren. Kann man das in den Gottesdienst integrieren? Dann schreien alle Leute, wie, was denkst du denn? Dass der Pfarrer die Leute umarmt, sage ich, ja, stellvertretend für Gott, stellvertretend für den längst vielleicht verstorbenen Vater, für die Mutter, mach das mal nach. Und so bin ich eigentlich einer, der immer auch Versuchstour ist, um zu gucken, was kann ich in meinem Leben lernen, denn die Menschen, die mir begegnen, sind alles meine Lehrer. Jetzt sagen die Leute, der beschützt sogar Scientologen. Ja, das ist nicht richtig, sondern einer versucht zu sagen, hallo, ich will euch mal erklären, was Scientologen sind. Ihr habt nur schreiende Leute gehört, auch sich beklagende Leute gehört. Dabei ist es ganz einfach, Scientologen zu verstehen. Wenn ihr sie verstanden habt, könnt ihr sie beiseite legen, denn ich will es euch erklären. Die kommen aus Amerika, von der Ostküste von Kalifornien. In der kalifornischen Gegend ist man Pionier. Da hat man keine Lebensversicherung, keine Krankenversicherung, da gibt es keine Architektur, keine Kunst, da gibt es nur Hollywood und morgen ist tot. Wenn man sich auf da etwas verlassen will, dann ist das nur auf die eigene Arbeitskraft. Und deswegen ist die eigene Arbeitskraft heilig. Man sind Männer am kräftigsten, wenn sie zwischen 30 und 40 sind. Und deswegen ist Scientology erstmal eine Religion für Pioniere, die männlich sind. Nämlich Arbeitskraft und Erfolg, vor allen Dingen Erfolg, wird vergöttlicht. Und dann sind Männer immer mit Apparaten unterwegs, Märklin-Eisenbahnen, Lügendetektoren. Sie haben immer Elektrizität in der Tasche. Und die wollen prüfen, lügst du nicht, um dich immer weiter höher zu bringen. Und dass man höher kommt, das ist Amerika, und dass man dafür Geld bezahlen muss, ist auch Amerika, denn die haben keine Kirchensteuer. Und jetzt kommt das Entscheidende, nämlich, wo machst du eine Gotteserfahrung? Im Erfolg, auf dem Höhepunkt deines Erfolgs, oder im Sterbehospiz? Und in Amerika macht man Gotteserfahrung, wenn man aus Scheiße Götterspeise machen kann. Das ist Amerika. Ja? Und in Deutschland machst du eine Gotteserfahrung, also in Mitteleuropa, wenn du im Hospiz sitzt und nichts mehr kannst. Und sagst, Herr, ich übergebe mich meinem Schicksal. Wie jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, die Hände falten, da kannst du das Controlling aus der Hand geben. Scientologen sind kontrollfixierte Menschen. Aber ich muss sie verstehen, um sie sozusagen nicht mehr zu hetzen über sie. In Deutschland wird über Scientologen nur gehetzt, weil man sie nicht versteht. Wenn ich rumgehe im Netz, ich sehe in einer Zeit, wo, wie ich finde, die Werte wahnsinnig gelitten haben, drei Versuche aus drei unterschiedlichen Richtungen damit klarzukommen. Also es gibt diese extremistischen Tendenzen, die sieht man, es gibt die Verschwörungstendenzen, also da habe ich das Gefühl, bei der Verschwörung, da
hält man sich an der Angst fest. Bei extremen Dingen hält man sich am Vergangenen fest vielleicht Oder an seiner Gewalt. oder an der Gewalt. Und bei diesen esoterischen Auswüchsen, die ich da entdecke und die ich nicht schön finde, habe ich das Gefühl, man will sich irgendwo da oben festhalten. Wie schätzen Sie erstmal diese eigenartigen Tendenzen ein? Also, dass die Leute jetzt Hochkonjunktur haben, pendeln, Tarotkarten, Kaffeesatz lesen und Also Wissen, also wenn man so will, Weisheit. Unter sowas muss das insgesamt laufen. Unter Suche nach Weisheit, nach Erlösung, etc. etc. hat immer dann Konjunktur, wenn irgendwas nicht vorwärts geht. Also wenn man irgendwie stecken geblieben ist. Sowohl im Privatleben wie im gesellschaftlichen Leben. Dann versucht man aus dem, was einem gerade passiert, sich einen Reim zu machen. Das macht man, wenn das Auto fährt, nicht. Wenn das Auto aber steht, überlegt man, was ist denn jetzt los? Solange etwas in Schwung ist, braucht es alle diese Erklärungsversuche nicht. Weder das Fanatische, noch das Esoterische, noch das nach Weisheit strebende. Wir sind in einer Zeit angekommen, die tatsächlich voller Umbrüche ist. Und in Umbrüchen sucht man immer nach, hey, wo geht's weiter? Und da haben Sie, finde ich, richtig gesehen, nehme ich jetzt Gewalt in die Hand, um alles so zu behalten, wie es einmal war, oder meine Feinde wegzubomben, oder versuche ich, wie Sie das gerade gesagt haben, esoterisch mich als beschützt oder geführt zu wählen. Das ist aber im Grunde genommen kein esoterischer Ansatz, sondern ein spiritueller. Der spirituelle Ansatz sagt immer, ich lebe ein abhängiges Leben und eine Macht führt mich. Ob ich ihn nun Gott nenne, Jesus nenne, Buddha nenne, Ahala nenne, etc. etc. Ein spirituelles Leben sagt immer, es wird regiert. Ich habe nichts in meinen Händen. Dass die Kirche das hat nicht vernünftig rüberbringen können, mit einer sehr guten Tradition von vielen tausend Jahren, liegt daran, kann man ja sehen, dass jeden Tag gehen 1000 Leute flöten, die gehen weg von diesen Großkirchen, jeden Tag ein Sonderzug raus. Und deswegen sind die Sekten, auch esoterische Bewegungen, immer die Sünden der Kirche. Das hat einmal der alte Bundespräsident Rau so formuliert. Das sind ja alles ehemalige Kirchenleute, die da auf der Suche sind mit Schleiern und Tanz und Bauchtanz und Pendeln. Im Übrigen, Pendel funktioniert, aber das ist ein ander Bier. Manches funktioniert auch nicht, was da getrieben wird, aber manches funktioniert. Aber da gibt es ja jetzt wie im Drive-In-Geschäft, kann man Hand auflegen lassen Ja, ist ja und völlig in Ordnung. es ist. Also die Frage ist, natürlich können Sie bei Drive-In, das finde ich wunderbar, ja, God to go, ja. Gefällt mir gut. Die Kirche hat es versucht, die hat auch mal Stadtkirchen gemacht, Lädenkirchen gemacht in den 70er Jahren, weil sie genau wusste, das geht nicht mehr gut mit unseren, ein feste Burg ist unser Gottgebäuden und alle Leute sollen da reinkommen, findet aber nichts statt. Das ist ja kein Event. Also Menschen sind auf ihrer spirituellen Suche nach Events, nach Gottesbegegnung. Die wollen alle, wie sie da sind, Gottesbegegnungen Warum haben. kommt dieses Apokalyptische, was sich die Evangelikalen da ersehen, was, oder auch im Netz der Maya-Kalender, die Also Welt? Evangelikale suchen immer das Apokalyptische, weil die Frage, was ist von was regiert deine Seele? Und da haben sie, finde ich, richtig gesagt, wenn deine Seele Angst regiert ist und du fundamentalistisch bist und suchen musst, bin ich auch auserwählt? Ja, ich bin auserwählt, dann dürfen es aber auch andere nicht sein. Dieses, wir Theologen nennen das die Certum Numeri, also die Zahl der gesicherten in den Himmel kommenden Leute, produziert immer Angst. Und die Frage ist, was hält eine Glaubensgemeinschaft zusammen? Der Feind, der Teufel, das Böse, der Sex, der von anderen Leuten etwas anders gemacht wird als man selber. Oder hält es die Liebe, die einen sozusagen mit einem zusammenhält? Und da haben Sie recht. Im Augenblick regiert mehr die Angst als die Liebe, innerhalb und außerhalb der Kirche. Ich habe mal eine Sendung von Ihnen gesehen, da haben Ihre Gäste und Sie Rotz und Wasser geheult. Und da war ein ganz besonderer Mensch, vielleicht wollen Sie ihn vorstellen. Sie haben mich vor der Sendung darauf angesprochen. Das war ein mongolischer Schamane, der in der DDR damals noch seligen Angedenkens Deutsch gelernt hatte und auch in Literatur bewandert war, der aber seine schamanistische sibirische Tradition mitgebracht hatte und der sehr reserviert war, was deutschen Talkshows gegenüber, erst recht Wessis anging. Und der dann in der Lauf der Sendung, ich sag mal, sibirisch warm wurde und Vertrauen schöpfte und bereit war, seiner verstorbenen schamanistischen Lehrerin vor laufender Kamera ein Toten- und Sterbelied zu singen. Und das hat uns gerissen.
Ich habe noch was von dem gelernt. Also erstmal habe ich den nicht vergessen, wie Sie gemerkt haben. Bei 2000 Sendungen kann man manchen vergessen. Und ich habe nicht vergessen, dass er sagte, Literatur, ein Gedicht, ist der Weg in Schamanismus. Wenn der Bach murmelt, das kommt von dem, aus der Sendung. Wie kommt die Seele dazu, in der Poesie zu sagen, der Bach murmelt? Dann unterstellt die Seele dem Bach eine Seele, also ein Wesen. Und wenn du ein poetischer Mensch bist, bist du schon ein halber Schamane. Du hörst die Blätter rauschen, du fühlst dich den Bäumen nahe, du hörst die Botschaften der Tiere und der Natur ganz unterschiedlich und sie geben dir etwas Wissen. Von dem. Von, wie hieß er nochmal? Gil. Gansang Chinak. Ja, Gansang Chinak. Das von dem habe ich behalten. Und das finde ich wunderbar, dass ich von vielen dieser Leute was gelernt habe für meine eigene Spiritualität. Also auch singe ich Lieder, Psalmen, Gedichte von Menschen und für Menschen, die davon geöffnet werden. Aber das war ja ein fantastischer Moment. Also ich hatte da auch das Gefühl, dass Sie da die Sendung vollkommen vergessen hatten Nee, und da müssen Sie, bin ich zu gemein zu. Sie haben, wenn der Eindruck entstanden ist, gut so. Ja? Aber an der Stelle bin ich eine Rampensau. Profi. Ein Profi, der sagt, tatsächlich ein Teil meiner Seele empfindet diesen Augenblick als heilig und der war das auch. Aber ich wusste genau, es ist Minute 37. Also Okay. das weiß die andere Seite meines Kopfes, weiß ganz genau, was Sache ist. Wie ist es mit den vielen Sendungen, die ich selber auch als zum Heulen empfunden Ja, habe, mit ihren ja, zum Teil sehr skurrilen ja, Gästen? ja. Rückwirkend gesehen, war das nötig oder? Also, ich glaube, man muss sich auf den Weg machen. Und als ich auf den Weg ging, wusste ich nicht, dass ich spirituelle Sendungen machen würde, die immer spiritueller werden dürften. Weil man war damals sozusagen in der Konkurrenz mit RTL und wollte Hans Meiser und all diesen Leuten Konkurrenz machen am Nachmittag. Aber erst mit den Jahren habe ich mich getraut, immer mehr mein Thema oder meine Themen, nämlich Lebensbewältigung, Lebensdeutungen in den Vordergrund zu stellen und nicht nur zeig mir deine Wunde. Dass dann auch Leute auftreten und sagen, ich bin der Herr des grünen Daumens und ich rede die ganze Zeit mit meinem Kaktus, das finde ich insofern wichtig, weil man eine bunte Mischung anbieten muss. Wenn man nur Vitamintabletten verteilt, Vitamin C wie Christentum, dann wird man kein glücklicher Mensch. Du musst auch ab und zu Witzchen machen und Quatsch machen. Da sind manche Fehlversuche dabei, aber nicht jede Mahlzeit, die die Mutter kocht, ist in Ordnung. Das finde ich im Grunde genommen nicht schlimm und manchmal auch richtig. Fanden Sie, entschuldigen Sie jetzt den Ausdruck, die quasi erotische Beziehung vieler Ihrer Groupies nicht erschreckend? Nee, finde ich nicht. Das hat ihnen sehr viel Medikation verspart. Also die mussten nicht so oft zum Arzt gehen, sie mussten nicht Blutdruck fördernde Mittel nehmen, sondern die freuten sich auf Fliege am Nachmittag. Und das Fernsehen ist ein Hurengewerbe. Ja? Und der liebe Gott, wenn man so will, Spiritualität auch. Als Pfarrer bist du unterwegs, wirst vorher bezahlt wie die Nutten im Lande, nämlich am 30. schon für den kommenden Monat. Und musst bereit sein, nachts um 3 Uhr aufzustehen, um Leute zu lieben und zu trösten. Wo ist der Unterschied? Als Ihre Sendung abgesetzt werden sollte, sind Ihre Groupies, sage ich mal, mit Fackeln und Mistgabeln auf die losgegangen. Wie ist das, beschützt zu werden von den Schäfchen? Ich habe es nicht gefördert, ich habe es nicht einmal gewollt. Weil ich kenne das Fernsehgeschäft und weiß, dass es keinen Zweck hat. Und ich schicke keine Leute zur Demo, die demoralisiert nach Hause gehen. Ich habe es denen auch gesagt, es nützt nichts. Aber wenn ihr macht, dann drückt euch entsprechend aus. Das ist mir nicht zu viel. Manchmal ist mir zu viel geworden, dass die alle auch hier hingekommen sind, also nicht als es vorbei war. Sondern die sind ja teilweise mit Zentnern, ich weiß, was ich sage, von Aktendeckeln hier angekommen und haben gesagt, ich bin ein Opfer der Justiz oder ich bin ein Opfer der Medizin und sie müssen mir jetzt zuhören. Und wenn ich mit meiner Familie unterwegs war, sind sie gekommen und haben gesagt, ach, Herr Fliege, meine Mutter ist an Krebs gestorben. Und meine Töchter standen da und wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten, dass der Vater sich einem wildfremden Menschen zuwandte, der von seiner Mutter erzählen wollte. Und dann haben die immer an mir rumgerufen und haben gesagt, mit wem sind wir eigentlich unterwegs? Mit dem Pastor oder mit dem Fernsehmoderator oder mit dem Papa. Wie Das hat mich gestört. belastend ist es, so lange mit so vielen Opfern zu tun zu haben? Das belastet so, dass meine Tochter, die Medizin studiert hat, überlegt hatte, ob sie auch Psychoanalyse macht und hat gesagt, ich bin noch nicht bekloppt, dafür dasselbe Leben wie du, jeden Tag erzählen Leute das Tiefste.
und stellen dich auch im Anspruch auf eine hohe Stufe. Denn hier waren natürlich Leute, die gesagt haben, bring mich um, ich kann nicht mehr. Also wir haben diese Diskussion bei aktiver Sterbehilfe. Wem man nämlich sehr alles vertraut, dem traut man auch zu und mutet ihm zu, eventuell ihm dabei zu helfen zu gehen. Also das sind Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, aber das hat ja laufend stattgefunden. Und dann ist es schwer. Was ist der Antrieb? Also es muss ja irgendwas geben, dass Sie jeden Tag aufstehen und so auf die Suche gehen, auf Ihren Weg gehen. Das ist schon getrieben sein, oder? Sehe ich Ah, das richtig? weiß ich nicht, getrieben oder gezogen, das kann man ja, weiß man nicht so genau. Ist es Sog oder Druck? Also ich glaube, in uns allen steckt drin, und also auch in mir, dass man ein Leben führen will, was dem Ganzen nutzt. Ich erlebe das bei kranken Menschen, die kommen nur aus ihrer lebensbedrohlichen Krankheit heraus, wenn sie so oder so Wege finden, für alle in Zukunft da zu sein, liebevoller zu leben. Diesen Weg habe ich für mich und für andere als richtig empfunden, also gehe ich ihn und gebe mich manchmal vertrauensvoll hin. Ich empfinde das aber nicht als Opfer. Also als Opfer des gelben Fiebers, als Opfer, was ich dem lieben Gott bringen muss, alles nicht. Sondern es gibt mir eine große Befriedigung, für die Liebe da zu sein. Sie leben das aber so lebendig, Ja. dass manche eben ihre Kritiker sagen, der Pflege ist bekloppt Ja. oder ist esoterisch und bekloppt und Ja, so. weil ich, ja, ich habe andere Gottesdienste gefeiert und feiere sie noch. Ich gehe nicht mit einem Blatt da vorne hin, weil ich weiß, wenn ich ein Blatt in der Hand nehme, ist das in Sachen Liebe wie ein Kondom. Ich bin an meiner Sicherheit interessiert, aber nicht an der Fruchtbarkeit meiner Worte. Also sage ich, hier bin ich, habe eine Stunde Zeit, wir können Gottesdienst feiern, ich habe mich zu diesem und jenem Thema vorbereitet, alles kann passieren. Wenn ein Schmetterling da rumfliegt, ist der Schmetterling das Thema. Wenn ein Kind in der ersten Reihe irgendwas veranstaltet, ist es das Thema. All das, was mir in diesem Augenblick begegnet, ist heilig und ich nehme es in die Kommunikation auf. Dazu gehört eben auch, habe ich gerade mal gesagt, wenn ich auf einmal von jemandem was gelernt habe, dass man Menschen umarmt, dann probiere ich das aus. Dass Leute, die an einem Ritual hängen, was aber zum Untergang verurteilt ist, wie gesagt, jeden Tag 1.000 weniger, wir können das ja statistisch beweisen, dass die großen Kirchen auf dem absteigenden Ast sind und sich nicht wehren können, weil sie ihre Theologie nicht durchdacht haben, ihr Bewusstsein nicht gereinigt haben, dann ist das für die angstmachend. Deswegen gehen sie hin und richten über mich. Also sie haben Angst vor Fliege und sagen, der ist bekloppt. Aber wenn ich sage, jemand ist bekloppt, dann habe ich Angst vor ihm. Will mit ihm nichts zu tun haben. Warum gehen denn denen die Leute weg? Weil sie eine Religion ohne Gefühl machen. Aber mit viel Liturgie. Mit viel Liturgie. Und das ist das Einzige, was sie auch noch rettet. Also die Protestanten haben mal früher gesagt, eine Predigt, eine Lehre, das wäre wichtig. Mittlerweile war das vor 500 Jahren, war auch richtig so. Mittlerweile lehren alle. Du kannst im Fernsehen viel mehr gelehrt bekommen als an der Predigt. Aber vielleicht nicht so unmittelbar. Aber das ist eine der Möglichkeiten, sozusagen in eine Gottesnähe geführt zu werden. Durch eine Predigt, durch eine Lehrstunde. Ich kann aber auch dahin kommen, wenn ich sage, als Kirche, wir organisieren Pilgerreisen. Wie beispielsweise nach Burgund, Taizé. Aber eigentlich würde ich sagen, jede Woche in die Türkei, bitteschön. Denn unsere Wurzeln liegen in der Türkei. Ihr macht gleich zwei Sachen richtig. Ihr guckt, was ist in der Türkei in dem frühen Christentum gelaufen. Und ihr baut die Brücke in diese andere Kultur. Aber keine Kirche macht eine Reise mit ihrer Synode oder deutschen Synode in die Türkei. Wie wollen wir daherkommen? Die fahren immer noch nach Jerusalem. Die fahren immer noch nach Bethlehem. Die müsste man nach Istanbul. Da liegt ein ganz großer Vorort, der heißt Chalkedon. Da ist sozusagen das Glaubensbekenntnis entstanden. Die müssten nach Ephesus fahren, wo der Paulus rumgelaufen ist. Da gibt es überall was zu holen. Wir sind eine Kirche ohne Leib, ohne Unterleib und ohne Erfahrung. Und das fürchten die Leute. Erfahrung wird sie nämlich frei machen. Ich spüre gerade Zorn. Ja, Zorn ist aber, es ist so eine Art lachender Zorn. Ihr werdet mit eurer Theorie lange noch leben, aber ihr werdet Millionen von Menschen in den während der Lebzeiten schon vollzogenen Tod stürzen. Sie sind alle, die da gehen und kommen und gehen, nicht mehr lebendig.
war fast ein zu düsteres Schlusswort. Wir können ja ein anderes machen. Würden Sie Ihre Tochter, wenn Sie eine hätten, den Priestern dieser Welt anvertrauen? Schon wieder ein dunkles Schlusswort. Ja, deshalb, ja, verstehen Sie, was ich meine? Ja, hallo, das ist es, was, da ist der, ich kann den Untergang riechen und ich sehe die Aufbrüche nicht. Wenn die Synode der Evangelischen Kirche, wie vor 2 Wochen, sich Veranstaltung will, über das Wort Gottes nachdenken, dann müssten Sie Udo Jürgens einladen. Denn wer hat die größten spirituellen Botschaften in Deutschland? Udo Jürgens, der noch niemals in New York war. Also Sehnsucht. Ja? Griechischer Wein, was ist das? Also Gemütlichkeit, Nähe. Stattdessen versuchen Sie aus Ihren eigenen Reihen irgendwas aus dem Boden zu trampeln, was nicht funktioniert. Zum Schluss nenne ich immer 3 Begriffe. Margot Käßmann und eine Assoziation mit dem. Margot Käßmann fiel in die Hände Gottes. Und die Hände Gottes, die kann ich jetzt nennen, A15, das ist viele 1000 Euro im Monat bis an ihr Lebensende, plus Einkommen aus Büchern. Also das ist eine Hand, in der jeder fallen möchte. 2. Begriff, Gauck. Ein rechtschaffender Pfarrer aus Mecklenburg und aus Rostock. Man kann ihm seinen Vater noch ansehen, der Kapitän war. 3. und letzter Begriff, Gott. Müssen wir wiederentdecken, habe ich für mich wiederentdeckt als etwas Väterliches in meinem Leben, dem man sich unterwerfen muss, um lieb gehabt zu werden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Flieger. Vielleicht bald wieder zum Kaffee. Take care. Passen Sie gut auf sich auf. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast sitzt in St. Blasien und wir bleiben in Themennähe mit Pater Klaus Mertes. Bis zum nächsten Mal.